Und damit herzlich willkommen zurück zu Mario Party 2. Im letzten Part haben wir das Geisterland beendet und plötzlich wurde Toad entführt. Und nun ist hier das Bowserland erschienen und Baby Bowser ist sowieso jetzt hier vorne. Und wir müssen jetzt Bowser besiegen im Bowserland. Wir haben nicht mehr Zugriff zu den anderen Brettern, nur zu dem Bowserland. Und da würde ich mal sagen, es geht los hier im Bowserland. Toad, wir retten dich! So, aber dazu müssen wir wieder Sterne sammeln, Münzen sammeln und Minispiele gewinnen. Und was weiß ich noch. So, natürlich wieder ein Spieler. Und wir sind natürlich wieder Luigi. Ich denke mal, es werden jetzt noch 3 Parts folgen, also dieser Part und dann noch 2 Parts, aber kann sein, dass vielleicht noch 3 Parts, ich weiß es nicht, darum mal überraschen lassen. So, dann hier noch der Wario und Mario noch. So, bitte alle einheitlich auf normal. Dankeschön und natürlich noch hier 20 Runden und Bonussterne an. Weil die Bonussterne sind ja natürlich auch sehr, sehr wichtig. Die können einen öfters mal retten. War ja bei uns ja, glaube ich, auch schon mal. Bin mir jetzt zwar nicht sicher. Aber ja, erstmal schauen, wie sieht das Bowserland aus. Ich weiß es nicht. Dieses Mal sehen wir auch ganz normal aus. Okay. Ist in Ordnung. Das... Moment, ist das ein Karussell oder was soll das? Okay, sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Und ich bin sehr gespannt, wie das hier verläuft. Also wir sind dieses Mal alle ganz normal, also bekleidet, meine ich damit. Und wer wird als erstes werfen? So, Bowser ist einzigartig und gänzlich unerreicht. Er ist ein echter Superheld. Selbst mit Millionen von Sternen könntet ihr Bowser nicht besiegen. Niemals! Aber versucht es selbst. Dann könnt ihr auch gleich nach eurem entführten Freund Toad suchen. Also gut, wir müssen nun die Startreihenfolge festlegen. So, komm, bitte eine hohe Zahl. Muss das sein? DK ist erster. Danach kommt Wario. Und danach kommt Mario. Und Luigi ist der Loser und als letztes dran. Hey, nenn mich nicht Loser. Ja, hier, 10 Münzen für euch. So, ich sag ja, dass ihr keine Chance habt. Dort ist der erste Stern. Toad. Was macht der Toad? Er ist doch entführt. Da ist schon mal Buhu, aber zu dem kommt man nur mit dem Schlüssel. Und da ist Baby Bowser. Okidoki. Dann... Mal schauen, was ist das Besondere an diesem Brett hier? Das werden wir mal sehen. Auf jeden Fall ist die Bank schon mal mit... Was? Was? Man kriegt jetzt bei der Bank 5 Münzen? Habe ich das richtig gesehen? Und wenn man da drauf landet, verliert man die Anzahl an Münzen? Okay. Das ist schon mal was ganz anderes. Okay. Denn wir dürfen nicht auf der Bank landen. Und wetten, ich lande dann auf der Bank. Wetten. So wie ich mein Pech kenne, wird das sicherlich passieren. Ich als letzter, dann haben schon alle bei der Bank Geld geholt und ich... Okay. Ich dachte schon. Aber super gewürfelt. Super, Luigi. So. Das Bowser-Feld. Nein, zum Bowser möchte ich eigentlich nicht, aber wenn ich dort oben lang gehe, dann komme ich zum Stern. Okay, dann gehe ich natürlich nach oben lang. Ist ja klar. Nur da ich halt als letztes dran bin. Bisschen doof für den Stern. Also, ich sag mal so, geringe Chance, den Stern dann zu kriegen. Aber wir müssen hier gewinnen, dann haben die anderen nicht genügend Münzen für den Stern. Da haben wir bisher immer gewonnen, aber es kann alles passieren. So, wir müssen konzentriert sein. Sehr konzentriert sein. So. Dann mit Runde zu Runde ist es schneller, aber bis jetzt habe ich den Toad immer erwischt. Ah, Mist, das war ein kleines bisschen zu spät. Nein, wieder zu spät. Nachbaut. Ja, okay. Noch 2
Felder. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr Glück, aber wir hatten wirklich jetzt nochmal Glück. Das ist sehr, sehr gut. Kommt noch einmal. Bowser, nein, nein, Bowser. Die anderen hängen noch bei 2 herum. Kettenhund ist auch nicht so gut. Ja, wir haben gewonnen. Okay. Also wir hatten so ein bisschen Glück, aber ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, das ist das Wichtigste. Und somit sind wir als Einziger derjenige, der über 20 Münzen hat. Jetzt mal sehen, was die anderen machen. DK kann sich ein Item kaufen. Er kauft sich auch ein Item. Ein Pilz. Okay. Soll mir recht sein, dann hat er wieder weniger als 10 Münzen und landet auf dem roten Feld. Aber, Leute, ich sehe es schon. Dort ist ein Buhu. Und da wir momentan die meisten Münzen haben, klaut dann DK in der nächsten Runde von mir den die Münzen, meinte ich. Darum ist es sehr, sehr wichtig, dass wir in dieser Runde zum Stern kommen. Sehr, sehr wichtig. Eine 7. Reicht eine 7. Reicht eine 7. Ja, die 7 reicht gerade so. Puh, und ein Kampfminispiel. Unser erster Stern. Die ersten zwei Runden waren bisher super. Zwar würfeln wir als letztes, aber mein Gott. Es hat gereicht. Und wir landen halt dann auf dem Kampfminispiel. Da müssen wir jetzt auch nochmal gewinnen. DK darf auf keinen Fall gewinnen, weil, ja, sonst könnte er zum Buhu und dort Münzen stehen und das will ich ja nicht. Das will ich ja nicht. So. Und jeder 10 Münzen sehr wahrscheinlich einsammeln, wie es eigentlich immer ist. Oder war eigentlich schon jemals anders als 10 Münzen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt so 10 Münzen. Und dann mal weiterschauen. Wie viele Münzen wurden jetzt gesetzt? Da habe ich jetzt gar nicht geschaut. 9. Es ist zwar kein Glücksminispiel, aber... Doch, ah nein, das ist ja das Minispiel, okay. Das ist ein Glücksminispiel. Da kann alles passieren. Aber sagen wir es mal so, wir haben den ersten Stern, wir haben kaum was zu verlieren. Wichtig ist, dass DK als letztes oder vorletztes rausfliegt. So, ich bin grün, also nehme ich auch grün. Ist das gut, ist das gut? Das ist gut, okay, Glück gehabt. So, DK ist auch als letztes der hier dann... Dings machen darf, also drücken darf. So, ein dritte Chance, dass Wario die Bombe kriegt. Okay, 50% die Chance. Komm, DK, flieg raus. Flieg raus. Nein! Nochmal Chance von vorne. Ich nehme nochmal grün. Das war eine gute Entscheidung. Bis jetzt ist noch alles offen. Noch alles offen. Mario ist der Erste, der rausfliegt. Okay. Dann weiter geht's. Wario. Silber. Wario ist der Nächste, der rausfliegt. Aber es gibt trotzdem eine schlechte Nachricht. DK kriegt dann auf jeden Fall Münzen. Weil der Zweite kriegt ja auch immer Münzen. So, er nimmt Rosa. Fliegt aber raus. Okay. Da hatten wir jetzt wirklich Glück, dass wir trotzdem noch hier jetzt nicht nochmal den Hebel drücken mussten. Wie viel Münzen kriegt DK? 9. Das reicht natürlich für Münzen stehlen. Bisschen doof, aber was soll man machen? Was soll man machen? Wir haben zumindest den Stern und das ist die Hauptsache. Alle gegen DK. So, in Pinguin rennen. Da müssen die anderen auch gut sein. Da darf kein Fehler geschehen. So, links, rechts bewegen. Wiederholt laufen. Ja, wiederholt A drücken. Wer läuft als Erstes? Wario, dann Mario und dann ich. Macht keinen Scheiß, Leute. Wario, nein, nicht dagegen krachen. So, da hinten ist Mario. Nur die Übergänge, die kosten halt sehr, sehr viel Zeit. Aber bis jetzt... Ja, Wario hat DK nochmal blockiert. Das ist sehr, sehr gut. So, aufpassen, gleich sind wir dran. Wir liegen bisher vorne, darum hängt alles von mir ab. Alles hängt von mir ab. Alles hängt von mir ab. Los, 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 los. Nein, nicht hinfallen, nicht hinfallen. Steh auf. Okay, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Was hinfallen, das war ein bisschen doof eben, aber es hat trotzdem noch gereicht. Ein Glück. So. 10 Münzen für uns. 3. DK kriegt keine Münze. Nur er kommt jetzt ja zum Buhu.
und setzt sogar noch den Pilz ein. Er hat wahrscheinlich die Hoffnung, dass er genügend Münzen stiehlt, was er auch machen wird. Und dann irgendwie zum Stern gelangt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo war der Stern überhaupt? Mal sehen. So, wuhu. Sicherlich Münzen stehlen und sicherlich von mir. Das war doch klar. Ich muss jetzt ganz schnell A drücken. Ganz schnell. Sorry für die Ruhe eben, aber ich habe A gedrückt. Und nur 11 Münzen. Das A drücken hat sich gelohnt. Okay. Er hat immer noch nicht genug Münzen für einen Stern. Was ist das? Umleiten. Was ist das? Nur noch 2 Runden. Was ist dann? Ich habe keine Ahnung. Ach, hallo DK, da bist du ja. Ist der Stern dort rechts? Ich habe keine Ahnung. So, Wario. Die anderen zwei, also Wario und Mario, haben ja jetzt genügend Münzen für einen Stern. Wario kommt auf ein Itemfeld. Ah, da. Okay. Das scheint so ein bisschen Glück zu sein, dieses Item-Minispiel. Ja, sieht wirklich so aus. Verstehe ich das richtig? Nur wenn man einen Dreier hat, dann kriegt man auch das Item? Und es ist machbar, weil es langsam ist. Ah, okay. Es ist machbar, so wie es aussieht. Aber auch so ein bisschen, ja, man muss geschickt sein. Und wenn man einmal fällt, dann ist es vorbei. Mario kann sich ein Item kaufen, tut er auch. Ein Skelettschlüssel. Ach, ich sehe den Stern. Man kommt nur hin, indem man den Skelettschlüssel einsetzt. Oh, aber Mario setzt ihn zwar ein, aber das hilft ihm nicht weiter, weil er somit nicht zum Stern kommt, weil er keine... Doch, er kommt zum Stern, aber er hat keine 20 Münzen. Das ist echt bitter. Das kann jetzt so dauern, bis einer den Stern kriegt. So, eine 3. Eine 3. Umleiten? Nee, tschüss. So. Ja, links oder rechts? Links oder... Das ist ein Itemladen. Ich gehe nach rechts. Itemladen ist sehr, sehr gut. Momentan. Alle gegen Mario. Alle gegen Mario. In Bombenangriff. Ach, nicht dieses Minispiel. Da ist die Steuerung zu scheiße. Aber bisher haben wir immer da gewonnen. Warum auch immer. Also zumindest in dem Dreierteam. Ich kann es auch nicht erklären. Das war meistens nur Glück oder weil die anderen gut waren. Aber mal sehen. Vielleicht gewinnen wir jetzt auch. Ich habe keine Ahnung. So. Hier, werfen. Also ich kann nur nach da, nach dort werfen oder... Ja, nur nach dort. Oder nach da oder... Wo geht's auch noch lang? Ja, ich kann kaum hier was machen. Ich kann hier kaum was machen. Und DK hätte ihn fast getroffen. Wario hat ihn eigentlich getroffen. Eigentlich war das Betrug. Hey. Mario wird gewinnen. Mario wird gewinnen. Ich kann hier, wie gesagt, nichts machen. Ich kann nur noch dort hinten hinwerfen, warum auch immer. Bisschen doof. Bisschen sehr doof. Naja. Ist jetzt das Schicksal. Kann ich nichts machen. Und wir kommen... Also, DK kommt auf ein Kampfminispiel und dann spielen wir nochmal... Um Geld. Um eine ganze Menge Geld. Um 40 Münzen geht es jetzt. In welchem Minispiel? Bitte kein Glücksminispiel. Bitte kein Glücksminispiel. Bitte kein Glücksminispiel. Pilzbagger. Was ist Pilzbagger? Haben wir das schon mal gespielt? Ja, das haben wir schon mal gespielt. Oh, da kann alles passieren. Da kann alles passieren. Aber es ist kein Glücksminispiel. Das ist die Hauptsache. So, wo bin ich überhaupt? Da bin ich. Komm. Ja, ein Pilz habe ich schon mal. Ah, ich habe den Goldpilz verfehlt. Komm, Goldpilz. Nein! Nein, 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 nein! Ah! Goldpilz. Ah! Nein, DK hat einen Goldpilz. Wir haben keinen einzigen Pilz. Scheiße. Wir haben verloren. Ja, Mario, klau mir ruhig alle Pilze. Ja, ist klar. Toll. Ja, einen habe ich noch. Ich hatte mit den Goldpilzen einfach Pech. Scheiße. Oder halt einfach falsch gemacht, wie auch immer.
Das ist jetzt ein harter Schuss in den Ofen. Also richtig. Nur 16 Münzen. Ich wollte mir eigentlich was richtig Gutes beim Itemladen kaufen. Das kann ich wohl jetzt vergessen. Obwohl. Nochmal ein Kampfminispiel. Soll mir recht sein, aber bitte kein Glücksminispiel. Soll mir recht sein. Dann kann ich nochmal Münzen zurückgewinnen oder wieder halt verlieren. Nein, das ist ein Glücksminispiel. Da ist es Glück, wen man da nimmt. Also Wettrennen halt, wer am weitesten läuft. Man muss sich einen aussuchen, auf den man wettet. Und ja, ich hatte bisher immer nur den Steinblock, weil ich immer als letztes auswählen muss. Warum auch immer. Ja, ich muss schon wieder als letztes auswählen. Ich verstehe es nicht. Man muss sich als letztes auswählen. Das ist unfair. Na, wenigstens habe ich jetzt immer nicht den Steinblock. Ja, fall ruhig hin. Okay. Ja, es soll mir recht sein. Okay. Ich als erstes, das ist perfekt. Dann DK und dann. Wer kam dann als nächstes durchs Ziel? Mario. Okay. Hatte ich mal Glück gehabt. Kann ich selbst nicht fassen, aber ich hatte Glück gehabt. DK ist schon wieder Zweiter. Mario kriegt noch eine Münze. Aber wenigstens jetzt 26 Münzen wieder zurück. Wenigstens das. Da sollte ich jetzt 31? 32 Münzen haben. Stimmt. So. Mario wirft eine 1 und jetzt bin ich noch dran. Komm zum Itemladen. Super. Was gibt es da Schönes? Bitte was sehr, sehr Gutes. Was? Du benötigst unbedingt dieses Item. Bowser-Bombe. Nein! Was? Nein! Das ist nicht euer Ernst! Das ist nicht euer Ernst! Komm ruhig zu mir, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Ja, hier, ah. Das ist nicht euer Ernst. Ich bin jetzt so ein bisschen, ja, aggro, kann man schon sagen. Ein bisschen dolle. Erstmal noch 12 Münzen dafür, so ein Scheiß-Item, was mir gar nichts bringt. Aber Moment, die anderen durften doch immer ein richtiges Item kaufen. Was ist das für ein Scheiß? Und dann nicht noch ausgerechnet auf der Bank. Ich könnte jetzt richtig kotzen. Also richtig. Ey. Nee. Hier, kriegst du ein B. Hier, bitteschön. Ich werde hier eh verlieren, also bisher habe ich ja hier noch niemals gewonnen, also hier, bitteschön, hier dein B. So. Hier dein A. Was willst du jetzt? Ein A, dann kriegst du ein A. Ah, scheiße! Aber wenigstens sind die anderen zwei auch reingefallen, aber Mario hat jetzt demnach gewonnen. Es läuft jetzt alles gegen uns. Alles. Null Münzen. Nur weil Pech. Und was kommt jetzt? Hinweis, aufgrund höherer Gewalt muss die Parade leider abgesagt werden. In 5 Runden findet sie wieder statt. Was soll das jetzt wieder? Ich hab keiner. Ja, komm ruhig auf ein Itemfeld. Hol dir eine Zauberlampe am besten. Eine Zauberlampe. Oh, gibt's keine Zauberlampe? Das tut mir aber jetzt richtig leid. Dann hol dir am besten einen Goldpilz. Du musst doch noch unbedingt einen Stern haben. Es geht doch nicht, dass ich hier der Einzige mit einem Stern bin. Oder klau am besten noch irgendwie einen Stern von mir. Hier. Itemtasche. Also Itembox. Ach, er hat schon verloren. Okay. Naja.
Es ist noch nichts verloren, wir haben noch unseren Stern. Also, es ist noch nichts verloren, liebe Leute. Noch nichts. Nur die Münzen sind verloren halt. Aber die können wir uns auch wieder zurückerobern. Eines Tages. Eines Nachts. Keine Ahnung. So. Ich muss erstmal auch so ein bisschen über den Schock vom Int drüber wegkommen. Naja, Mario muss wenigstens 5 Münzen bezahlen. Sehe ich das richtig? Nee, sehe ich nicht. Ich dachte, er kommt auf ein Bowserfeld. Gegen Bowserfeld hätte ich jetzt wirklich nichts. Also wirklich. Na, 8. Ja, was kann ich mit einer 8 machen? Nicht viel, denke ich. So, wohin geht's da? Nach links geht's auf ein Ereignisfeld. Was macht das? Keine Ahnung. Und auf ein blauen Feld. Ich gehe ruhig mal nach links. Für einen Ereignispunkt. Münzen kann ich eh nicht verlieren, also. Luigi hat sich vor lauter Trubel in die Röhre zurückgezogen. Ach komm, ich woanders raus. Okay. Ist ja, ist ein Ereignispunkt und es ist dann später wichtig für den Ereignisstern. Also war das, denke ich mal, kein schlechter Schachzug von mir. Feuerseil. Okay, da. Das Minispiel ist gut. Das mag ich. Das mag ich. Aber es kann auch schwer sein. Kommt. Das. Ich habe das Gefühl, es kommt auch drauf an, wo man steht. Ich stehe ganz vorne, das ist sehr schlecht. Ich habe das Gefühl, dass man da weniger Zeit hat zum Springen. Ja, sagte ich doch. Würde ich in der Mitte stehen, hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Bitte nicht DK gewinnen. Bitte nicht DK. Okay, keiner. Keiner. Das soll mir auch recht sein. Wir haben immer noch 0 Münzen. Immer noch. Scheiß. 0 Münzen. Willst du nicht auf ein Kampfminispiel kommen, DK? Oh. Kampfminispiel, das wäre ja jetzt wirklich das Beste. Nee. Ich hau jetzt ab. Tschüss. Nee, ich mach jetzt nicht mehr weiter. Oh. Das ist unfassbar. Nee. Nee, nee. Und er muss natürlich keine Münzen bezahlen, natürlich. Ich könnte richtig ausrasten. Hier, danke. Dankeschön für die 5 Münzen. Die kann ich echt gut gebrauchen. Nein, möchte ich nicht. Was macht das jetzt? Hereinspaziert, besuchen Sie die aufregende Show der Welt. Ich. Keine Ahnung, was. Was soll das jetzt? Ich hab doch keine Ahnung. Keine Ahnung habe ich. Aber wie es dann weitergeht, das seht ihr im nächsten Part von Mario Party 2. Bis dahin, viel Spaß euch noch und tschüss!